Hallo zusammen, ich bin jetzt hier an der Talsperre Wendefurt und mache da erstmal eine Radtour. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht das dann weiter Richtung Rappbode-Talsperre. Und da gibt es ja so die ein oder andere Attraktion, die ich mir gerne anschauen würde. Jo. Wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut euch das Ganze an. Bis gleich. Und hier ist der erste Blick auf den Stausee. Sehr schön eingebettet hier in der Natur. Da unten ist der Überlauf. Ich schwenke mal ganz kurz hier rüber. So, dann sieht man das auch. Und das Schöne ist, direkt hier an der Staumauer sind Parkplätze. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich stehe direkt dort an der Ecke mit Blick auf den See. Da werde ich wahrscheinlich auch die Nacht bleiben. Das wird wohl ganz angenehm werden, wenn die Laternen nicht zu hell sind rundum. Weil das nervt schon immer ein bisschen, dass man erst alles verdunkeln muss. Aber da kann ich dann auch mit leben. Aus dieser Perspektive kann man gut sehen, da unten ist ein Tretbootverleih. Hat schon was von so einem richtig schönen Bergsee hier. Und ein Stück weiter oben ist dann das Wasserkraftwerk zu sehen. Man rollt hier so schön durch den Wald, diese Kopfsteinpflasterstraße runter. Und immer das Wasser daneben, was teilweise so richtig blau leuchtend wirkt. Ich weiß nicht, ob man das so durch den Wald hier erkennen kann jetzt. Aber es sieht einfach schön aus in dem Blau. Hier ist das Vattenfall Hydro Power Pumpstation Kraftwerk. Jetzt stehe ich hier vor diesen zwei Wasserrohren. Pipeline in der Größe, könnte man schon Pipeline sein wahrscheinlich. Das ist schon beeindruckend. Da könnte man bestimmt mit Volldampf runtersausen in der Röhre, schön mit Badehose. Aber ich denke mir mal, dass irgendwo hier unten, wo das Ganze ankommt, dann auch irgendwelche Turbinen sitzen, um die Wasserkraft zu nutzen. Jetzt gerade sieht das Becken hier ja sehr trocken aus. Oh, da liegt doch noch ein toter Fuchs. Erkennt ihr den auch? Jetzt erkennt man den, glaube ich. Muss ja nicht mehr sein. Naja, auf jeden Fall ist hier die Wasserkraftanlage der Firma Vattenfall. Und das ist keine Werbung. Muss ich ja nochmal ausdrücklich erwähnen, glaube ich. Hier stand gerade ein Schild, Mega Zipline Ziel. Das ist ja eins der Highlights hier, dass man von ziemlich weit oben sich hier an so einer Zipline, also an einem Stahlseil, runtergleiten lassen kann und so dieses Gefühl von Schwerelosigkeit und Fliegen hat. Ja, ich behaupte mal, die Anlage ist geschlossen. Das ist natürlich schade. Hier sieht man oben einmal keinen Durchgang. Ja, dann gehen wir halt nur bis zum Schild, reicht ja auch. So, da oben sieht man gegenüber den Start dieser Zipline. Tja, das hätte schon was gehabt. Dann hoffe ich jetzt, dass die anderen Sachen vielleicht noch geöffnet sind. Und irgendwas hört man hier gerade. War irgendeine Ansage, die über den See halte. Naja, ich schau mal weiter. Ich denke mal, der Weg hier erklärt sich von selber, dass er zum Hochfahren mit dem Fahrrad jetzt nicht ganz so geeignet ist. Also eher schieben. Also eins ist mal sicher, der Rückweg wird auf jeden Fall spaßiger als der Hinweg.
Hier ist diese riesen Hängebrücke, über die ich gerne rübergehen würde. Aber erstmal ist der Zugang nur von der Nordseite möglich. Man darf auch nur in eine Richtung. Und man braucht Kreditkarte oder EC-Karte. Und ich habe jetzt nur Kleingeld eingesteckt und ein paar Scheine, weil ich ja nicht alles mitschleppen wollte. Das heißt, ich komme da jetzt überhaupt nicht drauf. Ist natürlich ärgerlich. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht dann einen anderen Tag noch mal zu der Seite da fahre, um drüber zu gehen. Oder ob ich sage, gut, ich habe es gesehen und die Sache ist gegessen. Sieht toll aus. Ist bestimmt auch ein Spaß, darüber zu gehen. Aber letztendlich geht es mir ja um die Touren und nicht um das Besichtigen oder Ähnliches. Wobei das schon interessant gewesen wäre. Jo, ich stehe jetzt hier direkt an dieser Staumauer und werde jetzt auch mal rübergehen auf die andere Seite. Da sieht es nämlich noch schöner aus. Und so wunderschön sieht es von dieser Seite aus. Wenn nicht dauernd irgendwelche Autos herfahren würden, könnte man meinen, man ist in irgendeinem Fjord in Norwegen. Behaupte ich einfach mal, ich war ja noch nicht da, aber genauso stelle ich es mir vor. Mittlerweile stehe ich wieder hier in Wendefurt an der Talsperre vor dem Brunnen, der hier direkt am Eingang der Talsperre steht. Und sehe gerade hier so einen schönen Schmetterling vor mir. Muss man auch mal aufnehmen. So, auf jeden Fall stehe ich jetzt hier an dem Brunnen direkt vor der Talsperre. Aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte macht es das Reisen zeitweise halt recht schwierig, weil man nicht alles so nutzen kann, wie es sonst üblich ist. Daher sind die Videos hier auch teilweise, glaube ich, recht wirr für euch jetzt als Zuschauer, weil ich mal eben hier bin und mal eben da bin. Und oft nicht viel zeige von den Orten. Das ist aber dem geschuldet, dass man halt an viele Sachen nicht ran kann oder es geschlossen ist. Vielleicht packe ich die Videos hier auch mal irgendwie zusammen als eins, so aus der Region. Da muss ich mal schauen. Ansonsten war das hier, glaube ich, ein kurzes und knappes Video. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Also ein paar Sachen aus der Region hat man ja gesehen. Und ich werde jetzt einfach ein bisschen mich hier in die Sonne setzen, einen Kaffee trinken und dann mal schauen, ob ich doch nochmal meinen Standort jetzt verlege oder ob ich direkt hier bleibe. Naja, also macht's gut, euer Markus.